Hallo, Sion hier und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater mit leider etwas schlechten Neuigkeiten. Und zwar, also die Sache mit der Kita habe ich euch schon erzählt, da wisst ihr Bescheid. Aber ich hatte eigentlich vor, alternative Sachen zu zeigen. Jetzt ist das Problem, dass ich meinen Save überspeichert habe, weil es tut mir wirklich leid, ne? Aber wie das Ganze mit den Saves funktioniert hier in MGS 3 ist leider auch sehr, oh, sehr, sehr, sehr altbacken. Und wenn man dann halt so eine Situation hat, man hat halt nur die Nummer und das Gebiet, wo man gespeichert hat, kein Bild, das dauert ewig. Und ich habe mir anscheinend nicht die richtige Nummer gemerkt und müsste jetzt von vor dem Bossfight mit Ocelot nochmal alles spielen. Und da bin ich so ehrlich, muss ich sagen, darauf hätte ich jetzt nicht die, ich hätte nicht die Motivation, das alles nochmal zu machen. Deswegen kann ich euch zum Beispiel nicht den alternativen Bosskampf zu The End zeigen. Und nicht, was passiert, wenn man den Helikopter zerstört. Aber es wäre mir an der Stelle wirklich zu viel. Es tut mir wirklich leid, aber naja. Wir haben eine Cutscene erstmal. Beg of you, grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime, enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been bitter. I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he, some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Nun denn, bevor wir uns aber den Kampf richtig widmen, möchte ich ihn einmal mit Absicht verlieren. So, schauen wir mal, wo bist du? Schieß mich mal ab. Ich werde dann den Safe laden, auch wenn das wieder ewig dauert.
Aber es liegt einfach daran, na komm, Dankeschön, dass ich euch zeigen möchte, was passiert, wenn wir... Warum sind wir blutig übrigens? Oder war das von vorher? Ich möchte euch zeigen, was passiert, wenn wir... Ja, den Kampf gegen ihn verlieren. Übrigens, so wie es in der Kinn fällt, können wir dann sehen, wo er ist, ne? Er müsste irgendwo da... Da ist er, jetzt sehe ich ihn. Da. Toll, ne? Das heißt, Snake fällt natürlich in die richtige Richtung. Es geht darum, schaut mal, wenn wir immer mehr Ausdauer auch verlieren, dann wird auch, wie soll ich sagen, die Umrandung von unserem Bildschirm immer weiter schwarz. Und eigentlich solltet ihr diese Betäubungspfeile dann schnell rausnehmen und solltet schnell was essen, damit ihr weiter kämpfen könnt. Ja, eigentlich sollst du mich umhauen. Darauf warte ich eigentlich. Your skills are no match for me. Ja, okay, wir gehen hinterher. Wie gesagt, ich möchte einmal zeigen, was passiert, wenn wir den Kampf verlieren. Denn das ist auch einzigartig und anders als, wenn man die anderen Kämpfe verliert. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich. Ansonsten werde ich dann den Safe laden, werde dann die ganzen Cutscenes skippen und dann werden wir uns die End widmen. Und weil ich heute nur so bedingt viel Zeit habe, werde ich schauen, dass ich direkt wahrscheinlich am Stück einen längeren Part aufnehme und den wahrscheinlich dann in der Mitte unterteile. Ich glaube, ich spare dann so ein bisschen Zeit. Das wäre mir an der Stelle lieber. Na, wo bist du? Wir fallen sonst von alleine gleich um. Weil inmitten dieses Fights zu speichern wäre halt auch ein bisschen doof, finde ich. Und was nochmal wichtig ist, es gibt noch eine alternative Sache, die ich wahrscheinlich zeigen kann. Und das wäre, was passiert, wenn man den Kampf hier startet und dann eine Woche nicht spielt. Dann bekommt ihr auch eine ganz besondere Cutscene. Denke, die werde ich euch dann noch zeigen. Weil das ist ja einfach, dafür muss ich ja nur den Save machen, hier am Anfang des Gebiets anscheinend. Und dann einfach laufen lassen, beziehungsweise und dann in der Woche wiederkommen. Oder, ich weiß nicht, ob man das bei der PS3 auch noch kann, aber sonst kann man natürlich auch einfach die Konsole entsprechend in die Zukunft stellen. Und dann ist das auch erledigt. Also das kann man auch noch machen. Aber wir fallen gleich um. Wir fallen gleich um. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade wollen. Mehr oder weniger. Naja, was man nicht alles tut, um optionale Sachen zu zeigen, ne? Und wie gesagt, ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber naja. Weil, ich sag mal so, wenn ihr ihn vorher gekillt habt und ihr hierher kommt, dann ist er offensichtlich nicht mehr da. Stattdessen würdet ihr dann die Ocelot-Unit halt hier nochmal treffen und müsstet halt die alle nochmal klatschen. Was jetzt nicht unbedingt super schwer ist. Aber ihr kriegt dann auch nicht die Benefits, die ihr kriegen könnt, wenn ihr es mit dir... Da hinten ist er anscheinend. Oder ist eine Ziege? Ist eine Ziege. So. So, meine Ausdauer ist leer. Müsste ich jeden Moment eigentlich umfallen. So, komm. So, das war's. Deserve to meet your fate just yet. Da haben wir es gelernt für MGS5, ne? Ja, und genau das. Wenn wir durch Ausdauer verlieren, werden wir hierher geschickt. Wir waren schon mal hier, wo es halt auch den Frosch gab, ne? Aber wir sind jetzt wieder in dem Labor. Oh. Wer ist das vor allem? Was denkst du denn, wer ich bin, Kollege, ne? Ihr habt mich hierher gebracht. Aber gut, okay. Das war das, was ich zeigen wollte. Wir werden dann einfach hierher geschickt. Ist die Frage, ob er uns bis hier geschleppt hat. Ich finde es natürlich dann auch ein bisschen seltsam, dass sie die Tür auflassen, ne? Die lassen die Gefängnistür auf und wundern sich, wenn wir dann aufstehen. Ja, anscheinend hat die End uns hier irgendwie reingebracht, ohne das Wissen von den allen. Aber wenn er da patrouilliert und nie bis da hinten zur Zelle läuft, dann sind natürlich dann andere Sachen, die man in Frage stellen kann. Weil das wirkt dann natürlich jetzt auch erstmal sehr seltsam eigentlich, ne? Vor allem, weiß ich nicht, er hat bestimmt geschnarcht. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem war da anscheinend nichts. Hat er nie geguckt. Und dann stehst du einmal auf und dann wäre es das, ja. Na gut, sei mal dahingestellt. Vielleicht hat er uns auch durch den Schacht unten durchgezogen oder so. Es kann ja rein theoretisch auch möglich sein. Aber gut, ich werde den Safe jetzt nochmal laden. Werde jetzt mal ganz schnell durch die Cutscene und durch die Gespräche gehen.
die wir vor dem Bossfight bekommen. Und dann machen wir den Bossfight einmal richtig. Und ich hoffe, ich brauche nicht so lange. Ich würde es gerne in einem Part heute regeln. Und ja, wie auch vorher gesagt, wenn es zu lang wird, was ich eigentlich hoffe, machen wir zwei Parts draus. Also bis gleich. So, jetzt versuchen wir das einmal richtig. Und vorweg, wenn wir auf die Karte schauen, ne, dann sehen wir hier solche Kreise. Diese Kreise sind, wie es da schon steht, Scharfschützenpunkte. Das heißt, es sind Punkte, wo er sein könnte. Wenn wir wissen, wo er ist, ist dieser Kreis rot markiert. Aber er hat noch nicht geschossen, wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Deswegen wissen wir noch nicht, wo er aktuell ist. Ansonsten, wir haben von Eva auch schon gehört, dass es drei Gebiete hier sind. Entsprechend gibt es auch drei Frösche hier im Gebiet. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man hier auch gegen drei Gruppen von Ocelots kämpfen musste. Es kann auch sein, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber mindestens kann ich euch sagen, dass das halt nochmal wichtig ist. Und noch eine Sache, ihr könnt hier den Papagei, den er in der Cutscene hatte, auch fangen. Müsst natürlich ein bisschen gucken, wo der tatsächlich ist. Aber wenn ihr 100% und die Platin-Trophy anvisiert, dann müsstet ihr euch den Papagei auf jeden Fall holen, weil ich glaube, man muss ihn tatsächlich essen. Weil man jede Nahrung, ich weiß nicht mehr, ob man jede Nahrung sammeln oder jede Nahrung essen muss. Da bin ich gerade nicht mehr sicher. Aber ihr müsst ihn so oder so deswegen fangen. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall mit Infrarotsichtgerät schaffen. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie ich ihn gefangen habe. Ist er da oben? Das könnte ja da oben sein, ne? Oder war das nur eine Schlange? Ist er das nicht? Habe ich ihn. Lass mich mal schauen, ob er das war. Ja, wir machen es ganz in Ruhe. Ich habe normalerweise so eine halbwegs Rambo-Taktik gegen ihn, dass ich immer gucke, wo er ist und dem hinterherrenne und ein paar Blendgranaten rein, Pfeffer und so weiter. Da. Ach komm, ich habe dich zuerst gesehen, ja? Oh, kannst du das mal ablegen? Ja, das ist unglaublich. Ich wusste doch, dass er da ist. Ich hätte einfach schießen sollen, aber okay. So, nehmen wir das mal raus. Wenigstens können wir die Betäubungspfeile relativ schnell loswerden. So, wir gehen mal hier weiter. Muss mal gucken, ob ich da hochschießen kann. Nein, das brauche ich nicht. Dann brauche ich das kurz. Na komm, schieß nochmal. Versuch. Na, das war ein Vogel. Na komm. Kann ich dich nicht treffen von hier? Na gut, ich versuch's auch mit einer Handpistole, ne? Egal, wir gehen hier erstmal rein. Irgendwo hier drin müsste auch, oder da auf dem Gebäude müsste auch der Frosch sein. Muss ich gucken, dass ich den noch mir holen kann. Ich glaube, wenn ihr die SVD noch nicht habt, findet ihr die hier. Damit ihr ihm dann halt im Sniper-Duell gegenüberstehen könnt. Wenn ihr möchtet. Anscheinend nicht mehr da. So, und der Frosch, da. Da bist du ja. Okay. Aber ihr seht schon, er verliert doch von alleine Ausdauer. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Auf der Karte ist er auch schon nicht mehr da, okay. Aber er verliert doch von alleine Ausdauer. Und wenn der Kampf zu lange dauert und seine Ausdauer zu gering ist oder ihr ihm zu viel Stamina weggenommen habt und er dann sich wieder bewegen kann, oder kurze Ruhe hat, dann versucht er sich auch nochmal zu erholen. Das ist auch was, was ihr eigentlich nicht möchtet, dass es so weit kommt. Aber wir werden sehen. Wenn ich höre, das ist auch so ein Ding, wenn ihr merkt, dass er den Wald anspricht, wie in der Cutscene, dass er einen neuen Energieschub braucht, dann solltet ihr nicht mehr sneaken, sondern solltet ihr rennen. Und noch eine Sache, die man benutzen kann, für diesen Bossfight definitiv, ist anstatt dem Fernglas, das ja, aktive Sonar und alles könnt ihr eigentlich auch nutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf normal gespielt habe, weil im Endeffekt benutze ich die Dinger gar nicht. Habe ich mir eigentlich, ist eigentlich geschenkt. Aber ihr habt das Richtmikrofon. Habe ich das nicht gesammelt? Oh, ich hatte das doch, oder? Ah, ne, das ist eine Waffe, ne? Das Richtmikrofon ist eine Waffe. Ist hier wahrscheinlich mit drin. Ah ja, ihr könnt die Blend schon mal nehmen. Die Nebel können raus. Richtmikrofon, Dankeschön. Und damit können wir nämlich auch natürlich versuchen, gucken, ob wir ihn hören. Könnt euch natürlich auch Tipps holen von diversen Unterstützungsleuten, die ihr im Codec habt, aber naja, ist tatsächlich auch wirklich ein langer Bossfight, ne?
Also je nachdem, wie man es spielt. Man kann den Bossfight recht lange machen und die Atmosphäre ist auch sehr, sehr anders. Aber ich finde den Boss an sich ganz cool gemacht. Einfach weil es so anders ist, ist das, finde ich, doch sehr interessant. Ob es jetzt gefällt oder nicht, das ist halt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt auch Momente, wo ich diesen Bossfight nicht unbedingt so sehr mag. Aber ich denke einfach für die Kreativität und dass wir hier einen Fight haben, der eben ganz anders ist. Nicht, hey, wir sehen uns, hey, wir ballern uns gegenseitig ab, sondern wir spielen ein bisschen Hide and Seek über riesige drei Areale und gucken halt, wer zuerst und besser sniped. Finde ich das eigentlich ganz cool gemacht. Aber ich finde es auch gut, dass es nicht unbedingt mehr davon gibt. Weil damit bleibt das auch mehr einzigartig. Wobei es natürlich auch einen Sniper-Boss-Fight in MGS1 und auch in MGS4 gibt. Und wenn man so will, auch gegen Quiet in MGS5, wenn man so will. Aber es ist halt alles nicht die End. Das ist halt hier schon mal wirklich anders. Ne, hier ist anscheinend nichts. Wenn wirklich nichts in der Nähe ist, können wir auch mal ein bisschen rennen. Aber wenn er mich halt bemerkt, dann würde er schon anfangen zu schießen, ne? Das hat auch was, was man immer im Kopf behalten muss. Und ihr wollt auf jeden Fall ihn einmal schaffen zu bedrohen. Einmal von hinten überraschen, bedrohen. Das liegt einfach daran, dass ihr zwei Sachen von ihm aus dem Bossfight bekommen könnt. Ihr könnt per Ausdauer wie immer, ne, nicht wie immer, weil normalerweise kriegt ihr für einen Ausdauer-Win den Anzug des Bosses, was in diesem Fall hier nicht so ist. Ihr kriegt hier den Anzug, wenn ihr ihn von hinten bedroht. Das heißt, ihr müsst den ganzen Weg bis zu ihm sneaken und euch den so holen. Aber wenn ihr auf Ausdauer gewinnt, dann kriegt ihr halt was anderes Schönes. Und das hätte ich eigentlich ganz gern. Da drüben irgendwo. Müssen wir mal schauen, wo ist da auf der Karte ein Sniperpunkt? Bin ich erstmal nicht sicher, aber er scheint da drüben zu sein. Scheint da drüben zu sein. Wollen wir einfach erstmal in Ruhe rüber. Nicht hetzen, sondern in Ruhe dahin sneaken. Bin auch gespannt, wie der Fight im Remake ist, ob die da irgendwas geändert haben werden. Bin ich schon gespannt auf. Und da hinten ist der Kerotan, gut zu wissen. Oh fuck, wo bist du denn? Hä? Wo bist du denn? Genau vor mir. Wirklich. Wo genau bist du? Also ich habe gewusst, dass du irgendwo da bist, aber jetzt habe ich dich leider nicht gesehen. Jetzt bin ich gespannt, wo du denn genau bist. Schauen wir mal. I want some more. Wo bist du denn? Da? Da? Rennst du weg? Ah, hier. Okay. Das ist okay. Ich weiß, da war der Frosch. Die holen wir später. Wir holen die später. Er ist hier lang gelaufen. Ich war anscheinend das. War hier lang? Hast mich jetzt versucht zu veräppeln? Ah, du bist wahrscheinlich vorher da runtergesprungen. Und jetzt bist du hier angerannt, ne? Ja, das müssen hier deine Fußspuren. Ach komm, du warst schon da. Na komm. Na komm, 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 komm. Okay, ja. Na komm. Komm her, Opa. Nein. Opa, nein, nicht mit mir. Jetzt haben wir aber wirklich einen anderen Bossfight, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm her, komm her. Komm her, Opa. Komm her. Na, oh mein Gott. Warte, ich krieg dich, ich krieg dich. Unglaublich. Rennt so schnell wie ein Karnickel, ey. Okay. Eigentlich, ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, ihn so zu bekämpfen, wie ich es gerade mache, ne? Nur so nebenbei. Das ist gerade eher die Strategie, wo ihr wisst,
hey, ihr habt eigentlich nur eine halbe Stunde Zeit und wollt das Ding rushen. Empfehle ich absolut nicht. Ich würde eher empfehlen, und wenn ich die Zeit hätte, dass die Aufnahme auch von mir aus eine Stunde gehen könnte oder zwei Stunden gehen könnte, weil ich ihn nicht unbedingt so schnell killen kann, würde ich es lieber anders machen. Ach, du bist noch da. So. Ist okay, ich muss ihn nur erstmal ein bisschen runterkriegen. Na dann, gut, dass ich dich sehe, wo du langläufst. Okay. Okay, das ist gut, das ist gut. So, das ist halt auch der Vorteil am Infrarotgerät. Wir haben die Fußspuren, ne? Gehen wir den mal einfach hinterher. Aber ja, ich würde es nicht empfehlen, ihn so zu bekämpfen. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber, wie gesagt, ich möchte das auf jeden Fall schnell regeln. Und ich möchte auch einmal seine Sachen haben. Das ist die Frage, ob er mich bemerkt. Ich hoffe nicht. Wenn er mich nicht bemerkt, dann kann ich mir nämlich jetzt mindestens schon mal den Anzug schnappen. Und dann ist mir der Rest egal. Dann können wir ihn gerne weiter wie ein Kaninchen jagen. Dann ist das auch okay. Tja. Na, dann komm mal her, mein Lieber. Genau, ihr macht das einmal so. Und dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr daneben schießt. Na doch. Doch. Dankeschön. Dankeschön. Damit haben wir die Uniform gekriegt. Wir haben die Moos-Uniform. Eine meiner absoluten Lieblingsuniforms oder Uniformen, weil es, glaube ich, auch die einzige im normalen Spiel ist, mit der ihr 100% Tarnung bekommen könnt. Aber ihr kriegt mit der halt auch Ausdauer zurück. Das ist super cool. Na, wo gehst du lang? Da lang. Okay, hinterher. Wie gesagt, die Frösche, die holen wir dann später. Ist erstmal egal. Die werden wir schon später finden. Aber ich würde auf jeden Fall lieber erstmal den Bossfight erledigen. So, aber ja, das ist auf jeden Fall das Einfachste. Und ihr müsst auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr euch, oder ihr solltet auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr euch den Tarnanzug holt, weil der einfach richtig nice ist. Und auch, was ihr per Ausdauer kriegt, lohnt sich in diesem Fall. Aber was kann man bekommen? Ja, ihr wisst es eh, aber gehen wir dann nochmal drüber. So, aber das Wichtigste haben wir geschafft. Jetzt ist seine Ausdauer auch schon relativ niedrig. Das heißt, er wird wahrscheinlich bald anfangen, den Wald noch ein bisschen Energie zu fragen. Jetzt finde ich keine Fußspuren mehr. Ah, die sind jetzt weg wegen dem Regen, ne? Mal schön für ihn. Schön für ihn, ne? Hat ihm ja sehr geholfen, der Regen. Und ansonsten, ihr müsst eigentlich auch gucken wegen dem Papagei. Ich meine, der wartet auch immer in der Nähe von ihm und versucht ihm zu helfen und ihn zu informieren, wo er ist. Wenn ich ihn jetzt nicht finde, dann tut's mir an der Stelle leid. Aber er würde auch sehr ausflippen, wenn ihr euch den Papagei schnappt. Also Empfehlung ist es auf jeden Fall und sowieso für 100% notwendig. Oh. Hinter mir? Wo bist du denn jetzt? Hä? Wo bist du denn jetzt auf der Karte? Da bist du? Okay. Kann ja mal kurz gucken, ob ich irgendwo sein Vögelchen sehe. Was ist das? Was ist das? Ah, nur ein Pilz anscheinend. Da ist wahrscheinlich auch ein anderer Vogel. Sieht nicht wie sein Vogel aus. So, wo willst du hin, mein Lieber? Kommst du zu mir? Ah, das ist hinter dem Berg, wenn, ne? Ich glaube, du rennst hier ran vorbei. Schauen wir mal kurz mit. Mindestens hören tue ich dich nicht. Schauen wir mal. Du hast aber auch nicht mehr so viel Power, ne? Sehe auch nichts mit Infrarot hier.
Ah, doch, hier sind deine Fußspuren. Bist du, wie bist du hier? Oh, da, 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 ich sehe dich, okay. Okay, 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 okay. Das kann man natürlich auch machen, ne? So, jetzt sind wir fast fertig. Was willst du noch? Komm, Kollege. Komm, 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 komm. Schaut ihn euch an, den Opa. Aber schon unglaublich, dass er eigentlich noch so fit ist, ne? Dass er so schnell noch rennen kann. Das macht ihm keiner was vor, sag ich mal. Also dafür, dass er wohl 100 Jahre alt sein will, hat wohl wirklich viel geschlafen und seine Energie sehr konsumiert. Na gut, jetzt sollten wir das hoffentlich beenden können. Na, wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall auch Ausschau nach dem Papagei halten. Wobei ich gerade auch nicht mehr sicher bin, wie man den am besten finden kann. Gibt es bestimmt auch einen Guide für. Ist übrigens auch nicht immer so schlau, den Fußspuren direkt zu folgen, ne? Weil wenn er sich umdreht, dann natürlich achtet er genau darauf, wo er langgelaufen ist. Wenn ihr halt abschätzen könnt, wo er dann ist. Und deswegen, ich sag mal, wenn ich es nicht aufnehmen würde, hätte ich auch viel, viel mehr Spaß mit diesem Bossfight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt nur leider gerade nicht die Zeit dafür. Das ist halt echt schade. Aber dann könnt ihr halt wirklich sowas machen, wie auf der Karte schauen. Zum Beispiel jetzt hier, okay, ich bewege mich in die Richtung, kann auf der Karte schauen, vermuten, okay, es ist einer von den beiden. Gehe ich wahrscheinlich lieber andersrum, gucke von der Seite. Es hat eigentlich so viele Möglichkeiten, dieser Bossfight, aber wie gesagt, wenn ihr das schnell machen wollt oder müsst, weil eure Aufnahmezeit leider limitiert ist. Und ich kann dieses Projekt auch nicht einfach jetzt wochenlang stehen lassen, ne? Ah, okay, 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 er redet mit dem Wald. Das wollten wir unterbinden. Wo bist du? Ich muss jetzt mal gucken, wo du bist. Wo bist du? Oder ich schmeiß uns ein paar Blend in die verschiedenen Richtungen. Fuck, wo bist du? Oh, fuck. Ach, da vorne bist du. Ja, ja, ja. Nächster. Nächster. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir, Kollege. Eine rüber. Ah gut, aber jetzt hat er sich ein bisschen Energie geholt. Wenn er das nicht geschafft hätte, wäre er schon fertig. Okay, jetzt ist er da vorne am Hocken. Mhm. Ja, wollen wir jetzt weiter rein oder raus? Weiter rein, okay. Ah.